In der deutsch-lichtensteinischen Steueraffäre droht die Bundesregierung dem Fürstentum mit erheblichen Sanktionen. Und damit begrüße ich Sie zum FDD-Thema am Mittwoch. Der Finanzplatz Vaduz lebt zu einem guten Teil vom Geschäft mit Steuerhinterziehern. Das steht in einem Dossier von Finanzminister Steinbrück, der dieses Geschäft durch internationale Maßnahmen deutlich erschweren will. Das Dossier dient Steinbrück als Argumentationsgrundlage für sein heutiges Treffen mit Liechtensteins Premier Ottmar Hasler. Vor den Gesprächen Haslers mit Steinbrück und Kanzlerin Merkel spitzt sich der Streit zwischen den beiden Staaten somit erheblich zu. Erbprinz Alois, der die Regierungsgeschäfte in Vaduz führt, heizt die Atmosphäre mit heftigen Angriffen auf die Bundesregierung zusätzlich an. Wir lehnen das Vorgehen der deutschen Regierung und ihrer Behörden entschieden ab. Wenn die Medieninformationen stimmen, dann hat der deutsche Finanzminister und eine Reihe von den Staatsbediensteten einem verurteilten Rechtsbrecher mehrere Millionen für gestohlene Daten zukommen lassen. Kritik am Verhalten der deutschen Behörden wird aber auch in Deutschland laut. Der Berliner Anwalt Ferdinand von Schirer hat Anzeige gegen die Regierung und den Bundesnachrichtendienst erstattet. Mit deutschen Steuergeldern dürften keine Straftaten bezahlt werden, auch nicht, wenn es sich finanziell lohnt. Es ist schlicht und ergreifend so, dass der Staat kein Wirtschaftsunternehmen ist, sondern ein Rechtsstaat ist und auch bleiben muss. Und man kann nicht, und zwar auch wenn es eine ganz tolle Rechnung ist und ich für 5 Milliarden zurückbekommen würde, darf ich trotzdem keine Straftaten begehen, um diese 5 Milliarden zu bekommen.